Moin und willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 20. Wir werden jetzt heute schön unseren Plan umsetzen und eine Stufe 3 Nachtquest machen. Das kann natürlich sein, dass ich dann seit Ewigkeit mal wieder ziemlich direkt mit dem Tod konfrontiert bin. Mann. Aber lasst uns mal überraschen. Wir werden uns jetzt tagsüber natürlich mal die Zeit versuchen totzuschlagen. In dem Sinne, dass wir Zombies totschlagen. Boah, komm schon. Ja, ich muss auch nicht wegen jedem Zombie hier anhalten, aber es ist leider, ja, gewiss. Es macht Spaß. Ach, gerade ist eben noch arg gespielt. Habe ich hier einen Bären, große Zombies und Löwen in der Umgebung. Oh yeah, das klingt nach richtig Spaß. Jo. Warte, es ist Schnee, wir machen es ganz normal. Ich grabe Schnee aus. Obwohl, letztendlich, ich mache bei der Erde ja auch mittlerweile wanted, ne? Komm, lass uns einfach graben. Tut ja jetzt nicht mehr Not, der Schnee geht ja nicht schneller. Komm, einfach in die Mitte. Ach da, hi. Alter, ganz schön viel los hier. Okay, ich nehme die EP gerne, also. Ist das schon in Ordnung? Ja. Moin. Ordentlich was los hier. Gutes Gespräch. Aber ist es tagsüber? Da finde ich die Zombies noch ganz harmlos, sagen wir mal so. Und die nächste Ladung an Zombies. Okay, die Geräuschkulisse ist beunruhigend. Ja, und ich will eine Nachtquest machen, ne? Ist okay. Okay. Pistole! Nein! Hä? Mann, bin ich ein Cheater! Hä? Ist das... Das ist okay! Ich bin gerade durch die Decke geflogen! Okay... Ja. Yeah. Gutes Gespräch. Wiederholung. Ich will eine Nachtquest machen. Oh. Verdammte Axt. Da.
Das wird heute, das wird schief gehen, das wird schief gehen. Das wird richtig schief gehen. Egal, ich hab Bock drauf. Dann lass es schief gehen. So. Den erste Hilfe-Kit für mich hast du? Congratulations. Erste Hilfe Verband. I can make my payment to the Duke now. Aber der lässt sich besser verkaufen. Verbände habe ich selber. Inventar? Hast du? Hast du? Bezahlbar? Nö. Gut. Nicht gut. Oh, are you leaving so soon? Aufgaben. I was hoping we could hang out a while. Dann. Und säubern aus Old Mansard 4. Das heißt, wir machen jetzt eine normale Quest noch. Dein Bein ist verstaucht. Ja, danke. Ach, schade, hier habe ich auch nichts mehr. Ah, ist okay. Aber ich könnte mal was zu essen vertragen. Und was trinken. So. Ja, ich hoffe mal einfach, dass wir bis zur Nacht wieder ein bisschen versorgt sind. Schürfwunde, das wäre jetzt eigentlich was für Aloe-Creme. In den meisten Fällen finden wir ja immer welche. Also wir werden gleich mal gucken. Das Gelbe hier vorne? Oh. Ich habe auf den Briefkasten gezielt und habe das Huhn mal wieder übersehen. Das faszinierend, so kleine Tiere und so eine große Welt und ich schaffe es trotzdem jetzt schon zum dritten oder vierten Mal versehentlich einen Huhn zu überfahren. Mit einem Motorrad. Ja. Motorwerkzeugteile? Warum nicht? So. Quest starten. Ja, mein verstauchtes Bein ist so natürlich schwierig, bis heute Abend zu verheilen. Mistvieh. Wir müssen ja einmal ums ganze Dach rum. Ey. Nadel und Faden, das finde ich super. Für Schnittwunden sollten wir uns eine zuziehen. Und wir werden uns eine zuziehen. Ich kenne das doch. Ah!
Okay. Nur vorsichtig sein. Mein armes verstauchtes Bein. Minen. Oh, wie schön. Und gut, dass die uns nicht mehr jucken. Also die jucken uns schon noch, aber sie lösen nicht auf. Sollten zumindest nicht auslösen, wenn wir drüber laufen. Kaffee. Ich kann direkt noch mal einen Kaffee trinken. Aufmachen. Eine Vierer-Machete? Die würde ich gerne mal ausprobieren. Schauen wir mal. Du bist überlastet. Ja, das liegt daran, dass ich einfach jeden Scheiß mitnehme, den ich kriegen kann. Okay. Jetzt habe ich zumindest keinen schlechten Eindruck von der Machete. Bin mal gespannt. Das ist nochmal wichtig. Dürfen wir nicht vergessen. Okay, anscheinend sind die Gegner one-hit mit dem Ding. Egal, ob der Schädel abplatzt oder nicht. Grundsätzlich schon mal sympathisch. Na gut, noch. Das wird sich natürlich später wahrscheinlich noch ändern, sobald die Gegner richtig ekelhaft werden. Ich hab's in lose Klamotten eingepackt. Woohoo! Ja.
Ja, die Machete macht einen soliden Eindruck. Definitiv. Ja, Papier weg. Klamotten weg. Tut nicht so Not. Pfiffig? Der Wegwerfbeutel hat die Farbe von dem Item da drin, also wenn das Item eine Farbe hatte. Okay, das ist witzig. Ich hätte sie auch scrappen können, ich habe Stofffetzen dabei, aber egal. Endloot. Tag. Eine Schrotflintenpistolen-Munition. Also Schrotflintenmunition, Alter. Komm. Nein, ich nehme die nicht mit. Den nicht mit. So, jetzt habe ich es gegeben, rebelliert. Ich nehme jeden Scheiß mit. So. Ja. Gut. Nicht gut. So, müssen nur noch diese Truhe mitnehmen. Dann haben wir's. Oh Mann. Und dann räumen wir auf. Nochmal zu Yen. Und schauen wir mal, wie gut wir uns verarztet kriegen bis zur Nacht. Ey. Ich kann mich damit zumindest schon mal verarzten. Ich höre auf jeden Fall Zombies von draußen. Was nehmen wir noch mit? Steine? Tut nicht Not. Die Säure, also hier den Bauplan für die Schmiede müssten wir jetzt nicht zwingend mitnehmen. Oh, einen blauen Revolver. Ist doch auch mal schick. Jetzt habe ich den Bauplan dabei. Bin ich noch mehr gespart? Aufpassen. Ach, lass das Fleisch hier so. Ich helfe dir mal. Ich mach dir mal die Tür auf. Ja, mit einer offenen geschlossen. Deiner geöffneten Tür geht das besser, ne? Hm. Ist die Tür endlich offen? Was passiert? Kopf fällt ab. Ach, wie schade. So. Alles vollgemüllt. So, wir müssen die Quest auf jeden Fall gleich mitnehmen. Sache ist, wir können sie erst um 22 Uhr Ingame-Zeit starten. Und das wäre in Ingame-Zeit 4 Stunden. Oh, was noch ein Sechstel Tag ist. Das, oh, 10 Minuten. Ei! Wir können die Quest jetzt in 10 Minuten starten. Naja, das ist ja nicht so geil. Ah, okay. Wir schauen mal. Ein bisschen Zeit geht ja jetzt noch drauf, dafür, dass ich die Dinge wieder... Ich meine, es ist doch sinnlos. Ich habe die jetzt hier reingeschmissen. Nur,
damit ich sie jetzt eine Kiste weiterlegen kann. Das war dumm. Ja. Es ist mal wieder soweit. Wir haben viel zu viele Dinge da. Scheiße. Ja gut, Infektion müssen wir auch raussitzen. Ich habe zu Hause, glaube ich, noch gute Antibiotika. Beziehungsweise, wir können ja mal kurz zu Hause zwischenfahren dann. Now the name's Jenny, but you can call me Dr. Oh Jen. Ja, komm. Aufgaben. Stromzufuhr. We always need someone to handle the tough jobs. Aufgabe bei Nacht. Ja, ja. Hurry back soon, and I'll have a nice reward for you. 2,5 Kilometer. Downtown. Ist das Wüste? Gut, der Heimweg liegt ja irgendwie schon auf der Strecke, ne? Das ist okay. Dann nehme ich mal kurz alles mit, was ich hier tragen kann. Achso, ist ganz schön viel, ich gebe es zu. Und nach Hause. Dann bringen wir kurz die Sachen weg, sortieren sie ein. Schön. Das ist ja eigentlich schon wieder ganz praktisch. Vorhin zu Hause haben wir alles da, da können wir uns einmal gesund flicken. Oh ja, das ist ein Vorteil, dass wir ein aufgeräumtes Lager haben. Es wird jetzt so. Es ist so einfach, den Scheiß von den Touren zu Hause wegzubringen. Problematisch wird es natürlich ab dem Moment, wo kein Platz mehr ist in den Kisten. Das passiert doch recht schnell mal. Hey, da vorne wohnen wir. Oh, benutzt. Nein! Nein! Okay. Unser verstauchtes Bein ist geheilt. Auf wundersame Art und Weise. Ah, wir haben nicht mehr so viel Munition für die Magnum. Ah, das ist natürlich nicht ganz so geil. So, dann hier raus. Verbandskasten lohnt nicht, aber... Antibiotika? Ich nehme Antibiotika mit, weil ich gehe da fast von aus, dass wir uns in der Nacht nochmal infizieren werden. Ich nehme auch die nochmal mit. So, essen wir mal.
Oh, 64 Nahrung. Autsch. Ah, das lohnt gar nicht. Hier ist 50er. Nehmen wir mal mit. So, es ist Schiff ohne, ne? Okay, da könnte ich mir natürlich nochmal was drüber schmieren. Oh. Ah, ich dachte, es geht durch die Aloe Vera Creme da nochmal ein bisschen flotter. Dem ist offensichtlich nicht so gewesen. Halb so schlimm. So. Motorrad ausräumen. Und schon ist auch schon 8 hier in Game, ne? Geil. Wir haben 59 Motorwerkzeugteile. Wow. Okay. Ich finde, das ist eine gute Ausstattung. Gut. Also somit haben wir zumindest schon mal Inventar aufgeräumt. Jetzt ist die Sache, wir könnten jetzt tatsächlich nochmal zurückfahren. Und alles wegsortieren, was wir gelootet haben. Aber ich glaube, das lohnt nicht. Weil wir müssen ja auch noch ordentlich fahren, bis wir beim Strom einschalten sind. Was machen wir denn jetzt? Ab in die Innenstadt, in die große. Schön. Ist natürlich jetzt insgesamt ungünstig, dass wir immer so weit fahren müssten. Sollte es davon jetzt noch ein paar mehr von diesen Quests geben? Also es gibt schon noch ein paar mehr von den Quests, aber es war jetzt darauf bezogen, ob es noch ein paar mehr gibt in der Innenstadt, weil das wäre irgendwie fail. Wir werden sehen. Ja, die wollen's halt. So. 1,3 Kilometer sind wir da. Das dürfte von der Uhrzeit her sogar ziemlich gut passen. Theoretisch. Ja. Diese Kirche, die müssten wir irgendwie mal machen. Selbst wenn wir jetzt keine Quest dafür oder so kriegen, ich hab Bock, die neue Kirche mal kennenzulernen. Ich fand die alte Kirche schon super geil. Und hoffe einfach mal, dass die zweite Kirche auch, also jetzt hier die neue Kirche auch in dem Niveau ist. Also eher, ist glaube ich Stufe 4 war die alte Kirche. So richtig schön mit Keller, vielen Zombies, Fallen, Jump'n'Run. Ja, das hat mir gefallen. Oh.
Eigentlich wollte ich ihn auf große Distanz erschießen, aber irgendwie war Magazin leer. So, rüber da. Und hier nochmal drüber. Aber was ist denn los, dass ich jetzt zweimal drüber bin? Na egal. Zaun? Ja? Der war ganz schön lang. Es ist gleich 22 Uhr und ich bin noch nicht da. Ja, cool. Die Party kann beginnen. Oh, oh. Gehen mir nicht auf die Nerven. Ach, den kennen wir doch. Den haben wir doch schon mal gemacht. Ah, Safe Game. Oh. Da oben ist der Generator. Warte mal, da kann ich hochhüpfen. Muss säubern und reparieren. Ich fange mal mit dem Reparieren an. Ich zieh dadurch alle? Anscheinend. Oh Gott. Man, gut, dass ich mich vorher medizinisch versorgt habe, ne? Okay. Das sind zwei Generatoren. Nee. Oh Gott, wir haben den ersten gar nicht geschafft. Wollte gerade sagen, hä? Hallo? Ist natürlich witzig, wenn wir einfach alle auf einmal kommen. Problem ist, ich habe anscheinend Gehirnerschütterung. Das heißt, ein bisschen Schmerzmittel werde ich schlecht. So. Oh. Sache erledigt. Nice. Oh, Stahl. Hier ist auch einiges los. Hört ihr zum Gebäude nicht so, oder? Ihr seid fremd, schätze ich mal. Okay. Dann gehen wir jetzt mal kurz auf Looten über.
besten Fall, wie gesagt, finden wir nochmal eine Schmerztablette. Das wäre nicht schlecht. Na! Das wär's noch. Ich schaff das hier mit den Zombies. Am Ende wie von einem Kojoten totgebissen. Ah. Das wär Karma. Aber weil ich hochgehüpft bin. Keine Schmerztablette. Bei Spiegelschränken hat man, glaube ich, eine relativ hohe Chance auf Medikamente. Hab ich einfach den ganzen Untergrund weggerissen. Ups. Oh, hier geht die Party, oder? Das war der letzte? Okay. Ah, ich glaube, die Machete war unser Glück. Mit dem Messer wäre oben die Situation, glaube ich, nicht so abgelaufen. Ach, wie praktisch. Komm. Leg nochmal Antibiotika hinterher. Und schon geht's uns super. Das heilt sie schon von alleine weg. Ja, Nachtquest erledigt. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt nochmal zusammen an, was hier die Kiste hat, an Loot. Und dann machen wir Feierabend. Und dann machen wir beim nächsten Mal mit ganz normalem Tagesgeschäft weiter. Was heißt denn so mal Tagesgeschäft? Bauen oder Questen? Ist das Ding gerade echt First Try aufgegangen? Ja, nice. Ah, Schlagschrauber. Den nutzen. Also zumindest das Rezept für einen Schlagschrauber. Ja, easy. Problem ist eins. Ah, für den müsste ich... anderen Skill reinpacken, aber das skill ich für gewöhnlich nie. Der ist bei Wahrnehmung drin. Vergessen, wie er heißt. Naja, egal. Erstmal ein Kaffee. Und... reparieren. Cool. Wir haben es geschafft. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffe ich doch. Ne? Fleißig zuschauen. Ciao.